So, willkommen zu meinem zweiten Video, in dem ich ein bisschen das Spiel Disney Fantasia Music Evolved vorstellen werde. Diesmal beschränke ich mich nicht darauf, einfach einen Song aus der Songbibliothek auszuwählen. Ich will ein bisschen den Story-Modus erkunden. Den habe ich natürlich noch nicht ganz durchgespielt. Oder was heißt natürlich? Ich habe es halt nicht. Ich werde vielleicht ein ganz neues Lied spielen oder einen neuen Mix entdecken. Mal gucken. Ich denke, so ein bis zwei Lieder werde ich spielen. Und ihr seht mal, wie es von Anfang an läuft. Ja, gut. Lasst euch überraschen. Ich weiß selber noch nicht, was auf uns zukommt. Dann mal los. Xbox auswählen. Disney Fantasia. Lautstärke ruhig ein bisschen erhöhen, ne? Oder? Stört das die Nachbarn? Xbox leiser. So, das da in der Mitte bin ich. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Um zu beginnen die Arme heben. Jetzt werde ich eingeloggt. Und ich gehe nicht auf die Songbibliothek, sondern ich gehe auf Spielen. So, jetzt fängt der Story-Modus an. Am Anfang bin ich in der sogenannten Werkstatt. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist hier. Ich kann mich hier umsehen, indem ich mich nach links oder rechts bewege, Schritte mache und mit einer Hand führe ich die sogenannte Muse und damit entdecke ich viele interaktive Objekte, die Töne erzeugen, zum Beispiel das hier. Jetzt ich dich schon ein. Na, aber vorher muss ich pauken. Wenn ich hier drüber streiche. Gibt das einen Ton von sich. Hier kann ich auch noch ein paar Töne hinzufügen. Naja, wie gesagt, hier im Ausgangspunkt, da gibt es noch nicht so viele. Ich erkunde jetzt mal die Reiche. So, dazu gehe ich dahin. Wenn du anfangs keinen Erfolg hast, scheiß um, misch es neu ab und versuch's einfach nochmal. Bam! So, der Reiche gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 40 von 70 magischen Fragmenten entdeckt. Ich befinde mich in den Niederungen. Ja, da begebe ich mich mal doch direkt wieder rein. Ich denke, mit dem Song, ich glaube, der heißt Seven Nations Army von den The White Stripes. Den kennt fast jeder, deswegen nehme ich den jetzt einfach mal. Ich glaube, für den habe ich auch alle Mixe freigeschaltet. Das heißt, wenn man alle Mixe freigeschaltet hat für einen Song, dann kann man noch weitere Sachen freischalten, indem man besondere Aufgaben absolviert, möglichst erfolgreich. So, hier bin ich in einem Reich. Auch hier gucke ich mich um, indem ich mich nach links und rechts bewege. Und ich führe wieder die Muse mit meiner Hand, das ist diese blaue Kugel. Weil ich hier schon viel freigeschaltet habe, sieht das auch schon entsprechend schön aus. Ich kann relativ viel tun. Hier, ich fahre mal mit der Muse. Über dieses Hirschgeweih, das ihr seht oder hört. Schon damit lassen sich Töne erzeugen. Was haben wir hier noch? Hier kleine Pilze. Ah ja, hier überall wachsen Pilze. Je nachdem, wo ich drüber streiche, ändert sich der Ton. Gehen wir aber mal zum ersten Lied. Wie gesagt, White Stripes. Das wollte ich nicht. Reinzoomen.
So, jetzt mal gucken, was für einen Mix ich mache, ob ich daraus einen Classic-Mix oder so machen kann, ich weiß es jetzt nicht. Es wird sich vielleicht ganz anders anhören als das eigentliche Lied. Mal gucken, was für Instrumente ich reinbringe. Keyboard reingebracht. Yeah.
Ja, das war nicht so gut. Also man hat gesehen und ja auch gehört, dass ich öfter die Einsätze verpasst habe. Mein Schwierigkeitsgrad lag bei dem Song bei 3 von 5. Ich habe mich hauptsächlich an den Originalmix gehalten. Also wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich fast immer zu blau gegangen. Okay, jetzt gehe ich mal zu einem anderen Song. Und zu einem anderen Reich. Also raus aus diesem Reich. Ich glaube, ich probiere es mal so. Okay. Was haben wir denn hier? Irgendein Lied, was ich noch nie gespielt habe. Geschaltet. Ich weiß auch nicht, wie schwer es ist. Also ich gehe jetzt in ein komplett neues Reich, in dem ich mich noch nie befunden habe. Dementsprechend dunkel wird es dort sein wahrscheinlich. Und es wird kein schönes Hintergrundthema zu hören sein. Weil ich eben das erste Mal da bin. Und so allgegenwärtig. Vermutlich nennt man es deshalb Weltall. Ah, hier kann ich schon ein paar Töne erzeugen. Ja, das sind so kleine Spielereien. Aber wie gesagt, es ist noch sehr dunkel. Hier haben wir das Lied von Elton John, Rocketman. So, und ich probiere es einfach mal aus. Also wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, deswegen ist auch erst ein Mix vorhanden und beim ersten Spielen, wenn man das erste Mal das spielt, dann schaltet man auch einen Mix frei. Wird jetzt auch da stehen. Erziele so und so viele Punkte, um den 80s and Grainy Mix freizuschalten. Zero.